Ihr werdet euch sicherlich wundern, warum diese Folge mit einem kleinen Textabschnitt beginnt. Nun, dies lässt sich mit ein paar simplen Worten erklären. Ich hab's versaut. Bei der letzten circa einstündigen Aufnahmesession habe ich doch glatt vergessen, die Videoaufnahme zu starten. Zudem habe ich, wie gewohnt, im Abschluss der Session den letzten Spielstand überschrieben, sodass eine Neuaufnahme nun auch nicht mehr möglich ist. Ich bitte euch hiermit vielmals um Entschuldigung. Aber damit ihr wisst, was passiert ist, werde ich euch dies in ein paar Sätzen erklären, da wirklich nicht allzu viel geschehen ist. Es begann damit, dass Joel und Ellie sich wieder in dem Hotel vorfanden. Dort erledigten sie noch gekonnt 2 bis 3 bösartige Ranger und verließen das Hotel im Anschluss über ein Baugerüst an der Hotelfassade. Dabei machten Joel und Ellie eine unangenehme Entdeckung, denn unten auf der Straße vor dem Hotel tummelten sich gut ein Dutzend Ranger, die schon von gewissen Eindringlingen Bescheid wussten und somit gut auf uns vorbereitet waren. Joel erkannte den Ernst der Lage und vertraute der guten Ellie nun ein Gewehr an, damit sie ihnen vom Baugerüst oben aus Rückendeckung geben konnte, während Joel unten klar Schiff machte. Ellie machte ihre Sache oben auf dem Gerüst wirklich sehr gut und nahezu jeder Schuss war ein Volltreffer. So konnten sie beide als Team gekonnt alle bösen Ranger ausmerzen. Doch was ist das? Als die beiden weiter ein Stück ihres Weges gingen, stießen die beiden auf eine Handvoll Ranger, die im Besitz eines Humvees waren, einem sehr gut gepanzerten Fahrzeug mit einer Art Gatling-Geschütz obendrauf. Das ist eindeutig eine Nummer zu groß für die beiden und es galt nun umso mehr einen Weg herum durch diverse Häuser zu finden, was ihnen auch sehr gut gelungen ist. Als die beiden in einem Haus in Sicherheit waren und die Treppe weiter nach oben gingen, mussten sie anschließend an der Hausfassade entlang klettern, um durch ein offenes Fenster im anderen Gebäude zu gehen. Dort wurden die beiden von einem schwarzen Mann attackiert und Joel ließ erst einmal aus Instinkt seine Fäuste fliegen, bis auf ihn eine Pistole gerichtet wurde. Diese Pistole hielt ein kleiner schwarzer Junge in der Hand, etwa in Ellies Alter. Somit war klar, dass es sich hierbei um keine Feinde handelt, sondern um Mitstreiter, die den Weg zu den Fireflies suchen. Gemeinsam wollen sich Joel und Ellie sowie Henry und Sam nun auf den Weg machen und genau hier seid ihr nun wieder live mit dabei. Was gefunden? Nicht. Da oben war wohl jemand, aber sie sind weg. Wo sind die anderen? Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich schaue mich hier und sieh da drüben nach. So, hallihallo und herzlich willkommen. Hier sind wir jetzt wieder bei Let's Play The Last of Us. Ja, und das letzte Mal ist mir bei der Aufnahme ein kleiner oder beziehungsweise sogar größerer Fehler unterlaufen. Ich habe mich richtig doll geärgert, was das angeht. Und ich denke mal, das habt ihr jetzt schon im Voraus erfahren hier. Ich habe ja jetzt hier schon den Text eingeblendet und das, was geschehen ist, gesagt. Gut, und jetzt nimmt die Aufnahme hier wirklich richtig auf. Da habe ich mich nochmal richtig nachvergewissert, dass das jetzt alles reibungslos funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, tun wir mal hier die Gangster eliminieren, beziehungsweise schauen erstmal, wo hier überall welche sind. So, da sind welche. Die sind nur da hinten, nicht wahr? Okay, da sind viele. Viele, viele Gangster. Viele Gangster. So, können wir den von hier aus treffen? Wow, sehr schön. Der Bogen ist schon eine absolut geile Waffe, wenn man dafür genug Pfeile hat. Ansonsten haben wir keine Pfeile mehr, oder? Wir können uns bestimmt auch keine basteln. Oh, hier guckt jemand rein. Ich würde sagen, ich schleiche mich mal hierher. Okay, da hinten ist der. Da hinten sind die beide. Das ist das Problem. Können wir die irgendwie leise besiegen? Geht wohl nicht. Das ist ein bisschen schade. Wir verstecken uns einfach mal hier. Und wenn jemand kommt, schnappen wir uns den. Wir müssen ja nicht immer einen riesen Tohuwabo und Krawall machen. Würde ich jetzt mal meinen. Ah, jetzt kommt der von da. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wenn der Linke auch noch kommt, verstecken wir uns hier.
Ja, guck ruhig her. Guck ruhig her. Jetzt kommt der andere, aber wieder von der anderen Seite. Gut, ich glaube, den müssen wir uns dann schnappen. Die machen jetzt da Schlagabtausch. So, der guckt hierher, aber geht weiter geradeaus. Ich ziele jetzt einfach mal. Er ist da drüben. Dafür wirst du bezahlen. Wow. So, jetzt müssen wir ein bisschen Krawall machen. So, der wäre erledigt. Ist noch einer hier unterwegs. Der ist da hinten. Wow, der ist doch nicht erledigt, oder? Oder ist das einer von uns? So, der kommt jetzt. Zack. Na, mal lassen wir die anderen auch mal ein bisschen was machen. Zack. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Tja, nicht schlecht, Alter. Na los. Ey. Ja, aber ich will ihn noch mal rein. Ich will doch noch das Zeug da hinten mitnehmen hier. Was liegt denn hier? Hier haben wir zum Beispiel diese Spirituose, wieder Materialien zum Bauen. Ach, da sind wir schon voll. Okay. Da müssen wir mal gucken. Medikit ist auf jeden Fall ein Muss. Sogar zwei, würde ich sagen. Messer brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jetzt sind wir immer noch mit dem Weed da ziemlich voll. Ah, gut, machen wir mal hier so eine Bombe noch. Da können wir zumindest das da unten wieder mitnehmen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich würde mir wirklich mehr Pfeile wünschen. Hier liegt zum Beispiel ein Pfeil. Den können wir nicht mitnehmen, ne? Nee, geht nicht. Warum können wir nur diesen Pfeil nicht mitnehmen? Das hätte sich richtig angeboten. So, der Truck ist da. Haben wir hier noch irgendwo was rumliegen? Beziehungsweise irgendwelche Ausrüstung, die wir brauchen könnten. Der krabbelt da einfach hoch. Oh, hier haben wir so eine Brechstange. Aber unsere ist besser. Die ist modifiziert. Gut. Gibt hier also nichts weiter. Dann wirklich auf ab den Truck oder ab auf den Truck. So rum. Wow. Was war denn das? Pass bloß auf, okay? So, haha, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's bunt rund hier. Zack, Headshot. Zack. So wird das gemacht, Leute. Können wir irgendwie nachladen? Ne, ich glaube, wir haben da keine Munition mehr. Nehmen wir mal den da, den Revolver. So, zwei Schuss und zwei Headshots. Und das war ja mal richtig gutes Glück hier. Dann wären mal richtig geile Treffer gelandet. Das gelingt uns selten, muss ich sagen. Aber es Durch die gelingt, wie Tür. ihr seht. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Habe einen umgelegt. Okay, Moment, ich komme gleich. Halt da. Guck mal, noch ein Firefly-Anhänger. Auch so. Ist wieder der mit seiner tiefen Stimme. Haben wir sonst noch was? Was wir brauchen könnten? Sieht nicht so aus. So, servus, hallo und grüezi. Wie geht's dir denn so? So, haben wir irgendwas zum Mitnehmen? Zum Abstauben von euch? Habt ihr was gesammelt? Sieht nicht sehr nützlich aus hier. Oh, da liegt was. Da hast du doch was. Was ist denn da? Oh, hier Pillen. Die sind immer gut. Die klaue ich mir mal. Brauchst du viel, viel weniger wie ich? Haben wir sonst noch was rumliegen? Sieht ansonsten sehr schlecht aus hier. Ah, schön viele PCs haben sie hier. Schön viele Arbeitsplätze. Können sie eine kleine Let's Play-Firma aufmachen? Okay.
Was ist das jetzt? Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Veräppelt. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wieso morgen? Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Ausruhen und ausrüsten vor allem, wenn noch was da ist. Oh, so schnell geht's. Die schläft wohl nie. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Du kannst eine neue Waffe, indem du mit dem Waffenblitz X gedrückt hältst. Wie beruhigend. Ja, cool, Alter. Nur du gehst den Weg. Klang gerade nicht so beruhigend. Haben wir hier noch irgendwas zu mitnehmen? Zum Stibitzen. Gar nichts. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwo was versteckt sein. Hier meist in solchen Abstellkammern. Ah, guck mal einer an. Wenigstens 5 Werkzeugmaterialien, wenn auch nicht viel. Oh, schönes Modell hier. Mach bloß die Funzel aus, nicht, dass uns noch jemand sieht hier. Oh, okay. Hier geht's durch das Treppenhaus, durch das Treppenhaus. Wir gehen durch das Treppenhaus, da ist alles aus. Oh, schade. Da oben können wir nicht lang, wir nicht lang, wir nicht lang. Da oben können wir nicht lang. Ja, ich mir ist zu bang. Ich habe keine Lust mehr, lalalala. Oh. Sind schon unten. Haben wir da noch irgendwas? Ne. Funzel ausmachen. So, jetzt im Schleichmodus. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Hey. Okay. Alles klar? Okay. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Ich nehme mal das da. Sie sind noch in der Stadt. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich soll mir das da nehmen. Okay. Zielfernrohr benutzen. Pass gut auf. Wow, sehr gut. Ja, du auch.
Wow. Was hat denn da draußen geschossen? So, da draußen haben wir einen. Da haben wir einen. Können wir hinten eigentlich lang? Sieht nicht so aus, oder? Ich marschiere einfach mal eine Runde hier vor. In der Hoffnung, dass draußen gerade niemand ist. Da ist einer. Ah, der sieht uns nicht. So, den müssen wir jetzt kriegen. Siehst du das? Schnapp den! Boah! Hier ist doch niemand. Oh Gott, doch der da. Der Aff. So, vielleicht können wir den irgendwie so kriegen. Sucht euch eine Deckung. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Ja, das war's schon mal. Sehr gut. Müssen wir mal gucken, ob wir die anderen auch irgendwie erwischen. Da zum Beispiel. Ha! Eine andere Waffe benutzt. Wo sind die? Da. Boah, dann nehme ich doch lieber die andere Waffe. Junge, brenn! Hör auf! Zack, so. Was, der lebt noch? Das war doch ein glatter Headshot. Aua! Das tat weh. Der lässt die Kinder brennen. Ich glaub's ja nicht. So, guck mal. So, der ist erledigt. Und ich glaube, der andere, der müsste irgendwo da hinten sein, oder? So. Wo ist denn der jetzt? Da. Hau mir ab, du. Komm da vorgekrochen. Ach. Das wird nix. Wow. Ich glaube, den mache ich jetzt per Hand fertig. Da. Da. Zack. So, bitteschön. Hast du deinen Salat? So. Sind wir auch wieder verheilt? Einigermaßen. So, wo müssen wir jetzt... Ah, da hinten. Moment, da wollte ich noch die Materialien holen. Hier gab es noch ein bisschen was. Eine Schere. Papier, da Werkzeug. Und hier ein bisschen Spiritus. Okay. Haben wir draußen auch noch irgendwas? Gut, hierfür brauche ich jetzt das Zielfernrohr. Spürt ihn auf. Ich gehe hier lang. Jungs, check den Flur. Zack. Zack. Wow. Zack. Zack. Da ist ein Typ im Keller, war. Ich sehe ihn. Oh, keine Muni mehr. Scheiße. Der andere war doch irgendwo da. Moment, den schnapp ich mir. Ach, jetzt versteckt er sich. Und das für ein Schwein. Komm raus da. So, der ist hinüber. Ach, den Scheinwerfer können wir nicht ausballern. Schade. Ach, der steht da. Oder ist das der? Nee, es sieht nur so aus von hier. Da ist ein Typ am Scheinwerfer, haben sie gesagt. Oh Mist. Wo denn? Ich sehe gerade keinen mehr. Da drin.
Ah, da versteckt sich jemand. Du bist... So!